Hey Leute, willkommen zurück zu One Piece Unlimited Crew. So, im letzten Part sind wir hier in einem Lava-Gebiet angekommen und jetzt werden wir hier einen Feuerkäfer fangen. Welche nicht gerade einfach zu fangen sind, aber nicht so schwer wie der Eiskäfer. Mist! Schnitz! Okay, ich hoffe mal, da oben ist einer. Das wäre toll. Okay, der Ton ist immer asynchron. Danke, Judith Studios. Bis gleich. Moment. Ja, Camtasia hängt jetzt auch noch auf. Oh mein Gott, also bis gleich. So, okay, da sind wir wieder und ich hoffe, die letzten 10 Sekunden sind jetzt nicht irgendwie leckig drauf. Weil ich glaube, es wurde irgendwie schlecht aufgenommen und ist hier was zu zerstören, ne? Ja, wie gesagt, hier oben könnte noch einer sein. Wenn ich den Weg finde. Ja. Ich gehe noch davon weg. Ja. Meine Orientierungssinn ist ja schlimmer als der von Zorro. Viel schlimmer. Okay, hier oben kommen auch noch Gegner. Auch neue. Bounce! Und ja, sie können sich in Steine verwandeln. Ich weiß nicht wieso. Und sie können sich wegteleportieren. Ich meine, warum auch nicht? Ich meine, auf dieser Insel muss man doch sich was schon wegteleportieren können. Oder? Bam, 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 bam. Ist hier noch einer? Erstmal hier das Feuergestein. Ist keiner. Ah, noch mehr Feuergestein. Moment, ist hier sonst was? Sieht mir verdächtig aus nach Schatz. Vielleicht habe ich schon eine Karte. Ja, nee. Mal schauen. Was ist das hier? Kann man nicht zerstören, okay. Das hier denke ich mir auch nicht. Boah, wow, ist ja beinahe in die Lava gefallen. Okay, was brauche ich alles? Also Bomben brauche ich und... Oh, ja. Darf ich mal zurück zum Schiff rennen. Ich nehme mal ein bisschen Holz mit. Ja, toll, das Holz kommt natürlich nicht automatisch zu mir. Werden die Typen jetzt wieder da? Nee, doch nicht. Ist hier was? Ist hier was an der Wand? Nö. Nur Dekoration. Ja, Moment, der Weg hier führt nirgends hin, oder? Ah doch, zu Gegnern. Moment. Komm schon. Belebst du noch bis zu ein paar Gefechten? Nö, natürlich nicht. Du bist zu schwach. Ah, daneben kleiner. Du musst viel lernen. Hallo, Blümchen. Okay. Bam. Bam. Boah, kommt mal Polka-Fechten auf Level 5. Wird seine Summe haben, das ich ja nicht brauche. Ich will dich nicht anvisieren, ich wollte den Käfer anvisieren, aber ich habe. Aber man kann ja die Käfer nicht mehr anvisieren. Nur die Feuerkäfer und so. Die an den Bäumen hocken. Ja. Ja, Sackgasse, oder? Nee. Richtiger Weg? Nee. Ich muss da lernen. Wow! Moment, wo geht's denn hier links? Ich weiß, ich hab so lange nicht mehr gespielt. Wieso trifft? Ja, ist doch klar. Wenn du die ersten zwei Attacke treffen, dann treffen. Nicht treffen, dann trifft die drei Attacke natürlich auch nicht, auch wenn die Gegner wieder aufgestanden sind. Das ist aber dann unfair. Dafür musst du bluten. Ich muss hier lang, oder? Nee. Anderer Weg. Okay, da links. Nee, hier links. Jetzt war ich doch im richtigen Weg. Nicht angreifen, ich bin friedlich. Autsch. Aua. Blöde Blumen. Obwohl, Seetank. Killer Seetank. Ah. Hier kommen die Piraten. Zischt ab. Wo war hier der Weg? Hier, oder? Nee, aber das ist ein anderer Weg. Ich gehe den mal lang. Ah. Nein, Gegner. Oh nein, Weltregierungs.
Agenten, ihr werdet keine Gewalt mehr über mich bekommen. Bam, bam, bam. Komm her mit deiner Fingerpistole, ich pistole gleich da rein. Ja, natürlich, der befreit sich einfach so. Nee, nee, du greifst mich nicht nochmal an. So, zwei mit. Nein, ich wollte Brooke ausweichen. Oh, ihr Arschgeigen. So, jetzt kriegt ihr den Zorn von Robin. Robin Chubowski. Haha. Ich bin voll eins auf Camper. Ah, neue Karte. Oh, du Arschgeige. Robin, heil dich bitte, danke. Okay, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade ruhig bin, aber ich fand nicht ernst, was ich sagen könnte. Oh, Schießpulver. Ah nein, Kartenfragment. Okay. Was droppen überhaupt die Geheimagenten schon wieder? Werde ich jetzt nicht mehr rausfinden. Schießpulver und du? Droppst du was? Nee. Oh, vorbei. Ha, wie gefällt euch das? Nun, du sollst bestimmt leid, dass du nicht aufgetaucht seid. Ja, du sagst es, Frankie. Ah, hier geht's. Hier geht's auch lang, okay. Ja. Ja. So, ja. Nee, nee, ja. Und hier gibt's nichts. Hä? Ja, hier müssen Sprintattacke leveln, glaube ich. Und die Schüttelattacke. Oh, schöner Wasserfall. BAM! Gleich mal alle weggebasht. Oh, das sind noch welche im ganzen Hintergrund. Fetzen, also machen so ein Schießpulver, okay. Sonst komme ich mal um die kleinen Arschgeigen hier. Hier so groß kotze ich mich abballern. Treffe ich den hinten? Nee, aber. Okay, ich muss was erzählen, okay. Ja, Robin, hast du was zu erzählen? Nee, okay. Okay. Ja. Ich glaube, dieser Raum ist in. Dieser Raum ist das Trainieren da. Also gehen wir auch mal weiter und. Ja, ich glaube, ich trainiere mal Frankie. Mit seinem Box Frankie. Frankie Sanjo! Sig it up. Bounce. Ah, cool. Durchgang. Bam, bam, bam. Das wird, glaube ich. Wann führt das? Wann führt das? Ein neuer Weg, den ich noch nicht erkundet habe, okay. War hier eine Höhle? Ja. Wow. Stalaktiten. Blöde Stalaktiten, ey. Ah, ja, ja, genau recht. Nicht mal ein Level Up. Ich will noch kein Level Up. Du regst auf, sicher. Bam, geht doch. Sprung A, Waffenarm. So, ich kann sie gleich mal vorzeigen. So, und später können wir sie noch upgraden, dann können wir zweimal ballern. Ja, ich schläge schon die ganze Zeit und endlich mal schlägst du mal zu. Danke, Frankie. Du bist der Beste. Mit der kurzen Frisur. Okay. Ach, oh, hier geht's zurück zum Schiff. Oh, ja. Da.
Natürlich treffen die mich. So. Bounce! Boom! So. Für was kann ich also diese neue Attacke brauchen von Frankie? Starke rechte Waffen. Ah, für die Schüttelattacke, das ist schon mal perfekt. Und ja. Diese Attacke ist mal ein bisschen besser als seine anderen Attacken. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Boom, das Echo. Boom, das Echo. Boom, bam, bam. Aber ich werde hier zum Spammer. So, Waffen hab schon Level 2. Gut. Die Schlampe hat ein 2 jetzt mit dem Haus, also kann ich sie eigentlich ziemlich gut leveln. Was ist, sie fallen runter. Was gerade, glaube ich, mit ein paar passiert ist. Aber ich kenne auch mal ein paar so. Okay. Ein Kartenfragment. Lämser. Aua, natürlich trifft es mich noch. Hallo Lampionfisch, dich lasse ich in Ruhe. Du kommst mir nicht in die Pfanne. Noch nicht. Es steht auf der Kippe und da habe ich nichts gefangen. Also raus hier. Raus aus der Höhle, raus, raus hier. Ich will hier nicht mehr bleiben. Ja, du triffst mich. Komm runter, da klar. Du auch runter. Okay, hier geht's lang, oder? Jo. Ja, ich bin mal nicht verlaufen, ich glaub's nicht. Hurra. So, kommt raus, ihr zwei. Bundorexo. Oh, der hat einen 3 Hits aus. 4 Hits. Okay, nach dem 5. hat er aber mal sterben. So, 5 Hits, dann sind sie down. Okay. Zurück zum Chef. Lädt. Yay, Laden ist so toll. So nicht toll. So, dann kann ich mal kochen. Und zwar dieses neue Menü. Ah, ich brauche noch einen. Den Kriegskirchen, okay. Steingebackener Eintopf. Lecker, lecker. Probiert mal. Mit heißen Stein gekochter Eintopf. Rezept, das sich hervorragend für draußen eignet. Boah! Gibt da viel. Boah, holy shitty. Boah, den gebe ich mal aus Liebe zu meinem geliebten Chopper. Oder Sanji? Ah, Sanji. Chopper kriegt dafür einen Piraten Wassereis. Ja, das habe ich ja Ruffy gegeben. Schön. Okay, Kirschkuchen mache ich nicht. Giftkuchen. Moment mir erstmal. Bevor ich Giftkuchen herstelle. Schießpulver müsste ich herstellen. Erstmal Schießpulver herstellen. Gleich mal ins Lager damit. Dann kann ich bei Entwicklung Bomben herstellen. Boah, das ist ein blödes. Unumständlich. Wow! Mächtige Bomben mit Schießpulver gefüllt, keine Risky Fassen auseinander sprang. Aber die Eisentasche, die brauche ich für den nächsten Boss. Kunstentwicklung Level 3, immer die fortgeschrittene Entwicklung. Geil. Und das ist brennbare Pulverchemikalie und Linse. Okay, Medikamente. Kann ich mal die Giftkugeln herstellen? Yeah! Blöp. Massive Giftkugeln. So, die kommen natürlich in die Itemtasche, die bringen mir sonst nichts. Dann stelle ich mal noch eine Heilkapsel her. Natürlich in die Itemtasche. Mal 3 Heiltränke. Itemtasche. Kochen kann ich noch was? Ja. Nein, gibt's nicht. Krass. Kanäle mit langen Scheren, wo komme ich die nochmal her? Ich weiß es nicht mehr. Und ein sternförmiges Lebewesen, das gibt, glaube ich, auf dieser Insel, glaube ich. Was? Seltsame braunfarbene Frucht, die bekomme ich keine Ahnung an. Im Schädel lebende Kreatur, habe ich noch nicht. Und seltsame braunfarbene Frucht. Wo gibt es die Frauenfrüchte? Die gibt es. Ah, die gibt es auf Insel 2. Genau. Die sind dann geheim. Und ja. Lagern. Erstmal lagere ich die Maulwürfe.
die Lampion-Trilobit, das vulkanische Gestein, den Seetang, das Eisenerz, die Fetzen des Umhangs. Ja. Gut, ich denke, im nächsten Part werde ich noch ein paar Sachen an Glabri verfüttern und bis wir uns das nächste Mal bei One Piece Unlimited Cruise. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!